Die Erkältungszeit geht wieder los und auch ich war die letzten Wochen krank leider, also erkältet. Und zwar wirklich so, dass ich fast keine Stimme mehr hatte. Und das war einfach genau zu den ersten Tagen in der Uni. Also ich habe dieses Jahr mein Studium angefangen, war den ersten Tag in der Uni und konnte einfach nicht reden. Also ich weiß, wie nervig es ist, wenn man gerade irgendwie zur Schulzeit, zur Unizeit oder so krank ist und einfach nicht mitarbeiten kann. Daher habe ich heute mal meine besten Tipps aus den 12 Jahren Schulzeit und so weiter hier rausgesucht, die mir geholfen haben, wie ich in der Schulzeit, wenn ich dann mal krank war, irgendwie dann auch trotzdem gut mitgearbeitet habe und gut wieder aufgeholt habe. Folgt mir sehr gerne für weitere Tipps und Videos hier rund um die Themen Schule, Produktivität und Lernen generell. Schreibt auch gerne eure Meinung und eure Erfahrungen mit dem Thema in die Kommentare und wir fangen jetzt direkt mal an mit dem heutigen Video. Am allerwichtigsten finde ich eine gute Kommunikation mit der Schule. Denn ich habe mich ganz oft so gefühlt, als würde es total blöd rüberkommen, wenn ich irgendwie krank bin. Also wenn ich zum Beispiel eine Woche oder zweimal nicht da war, da hatte ich mir auch schon so, oh mein Gott, eine Welt bricht für mich zusammen. Und ich glaube, gerade für Leute, die vielleicht auch chronisch erkrankt sind oder Krankheiten haben, die sich dann wirklich mal für eine längere Zeit aus der Schule fernhalten müssen, quasi, ist das eine Sache, die auch mental einfach super belastend sein kann. Und was da extrem viel hilft, ist wirklich einfach mit der Schule und mit den Lehrern zu kommunizieren. Also natürlich, man muss, glaube ich, auch immer anrufen in der Schule und irgendwie sagen, hey, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Oder irgendwie die Eltern rufen dann an und sagen, mein Kind ist krank, kann nicht kommen. Das ist ja klar. Aber ich habe auch oft, wenn ich irgendwie länger krank war, dann meinen Lehrern einfach wirklich geschrieben per Mail oder Teams oder was auch immer ihr da für Kommunikationsarten habt. Einfach direkt zu sagen, ich bin irgendwie jetzt krank, länger. Was ist so das Wichtigste, was ihr gemacht habt oder was sie gemacht haben im Unterricht und so weiter. Das würde ich nicht machen, wenn ich 2 Tage krank bin, weil dann will man die Lehrer eben auch nicht nerven. Sie haben andere Dinge zu tun und denen fällt es ja oft nicht auf, wenn irgendwie mein Schüler mal 2, 3 Tage nicht da ist. Aber im Falle von längerer Krankheit oder im Falle von wichtigen Prüfungen, wenn ihr wirklich wisst, ihr braucht diesen Stoff und ihr könnt euch nicht auf andere Leute verlassen, fragt da einfach nach. Was ich auch auf jeden Fall machen würde, ist, nachdem man krank war, zu den Lehrern dann zu gehen in der nächsten Stunde, wenn man dann wieder da ist, und zu fragen, was in der letzten Zeit das Wichtigste war, was sie gemacht haben und was man gut nachholen sollte. Was ich auch mal gut finde, ist zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe mich schon informiert, mir wurde das und das gesagt, gibt es irgendwie noch mehr? Weil wenn ihr da ankommt und sagt, hey, ich habe gar keine Ahnung, was habt ihr alles gemacht, wirkt es halt einfach total blöd und es zeigt, dass ihr nicht so wirklich hinterher wart mit den ganzen Aufgaben. Natürlich sollte man sich so gut es geht ausruhen, dass man auch wieder schnell gesund wird und sich nicht zu überanstrengen. Also nicht auf gar keinen Fall direkt alles genau so nachholen, sich an den Schreibtisch setzen, wenn man krank ist und alles durchhasselt irgendwie, weil so wird man ja auch nicht mehr gesund und die Gesundheit geht eben immer vor. Ich habe aber versucht, mir die Sachen ein bisschen trotzdem beizubringen, aber eben so auf einer kleineren Art, die nicht so ganz anstrengend ist. Und was ich immer cool fand, waren zum Beispiel Audiobücher oder Podcasts. Ganz oft fällt hier auch das Lesen von Texten schwer, man will irgendwie nicht Dinge aufschreiben, nicht wirklich jetzt sich großartig damit beschäftigen, aber das vielleicht nebenbei so ein bisschen wiederholen oder sich selbst schon mal erklären und einen ersten Eindruck über ein neues Thema verschaffen. Und da kann man, wenn man ein neues Thema zum Beispiel angefangen hat, das ganz gut einfach mal googeln, bei YouTube, bei Podcasts generell und versuchen, sich darüber ein bisschen was anzuhören, wenn man noch im Bett liegt oder mal spazieren geht oder so. So kannst du nämlich Informationen aufnehmen, ohne dich groß anstrengen zu müssen. Ich habe da einfach immer meine Mitschüler gefragt, hey, was habt ihr heute gemacht? Und dann sagen zum Beispiel, wir haben heute über Demokratietheorien geredet in Politik, besonders über eine Theorie von, keine Ahnung, John Locke oder so. Und dann habe ich halt gegoogelt, so John Locke Demokratietheorie, und kann mir das auch mal angucken, in 10 Minuten Video, in 30 Minuten Podcast oder so anhören, und dann weiß ich schon relativ viel über das Thema. Vielleicht ja sogar mehr als die anderen dann. Ich weiß auch in der Grundschule, als noch keiner digital mitgeschrieben hat, so alle nur diese analogen Blätter gemacht haben, kamen oft Mitschüler dann nach der Schule zu mir nach Hause, um mir irgendwelche Blätter zu geben. Und es hat sich bei mir so ein bisschen gewandelt, dann in der, auf dem Gymnasium, in der Oberstufe auch, weil dann ganz viele immer so digital mitgeschrieben haben, man halt WhatsApp hat, dass ich was rumschicken konnte oder so. Und das würde ich euch dann auch ans Herz legen, da zu machen, wenn man krank ist. Also einfach Leute bitten, die digitalen Mitschriften zu schicken. Wenn sie keine digitalen Mitschriften machen, dann einfach ein Foto machen. So habt ihr das nämlich echt Zeit einfach bei euch und müsst nicht irgendwie erst ein paar Tage warten, bis euch Klassenkameraden das dann in Person irgendwie vorbeibringen oder ihr euch dann wieder seht. Also am besten habt ihr so eine Person, beziehungsweise wenn ihr dieses Kurssystem habt in verschiedenen Kursen, nicht mehr einer Klasse, dann am besten eine Person
pro Fach, auf die ihr euch sehr gut verlassen könnt. Und die fragt ihr einfach nachmittags, hey, was habt ihr heute gemacht in dem Fach? Kannst du mir bitte alles schicken? Ihr braucht auch nicht 5, 6 Personen. Ihr braucht wirklich diese eine Person, auf die ihr euch verlassen könnt. Und mir war es immer so, ich hatte immer so 1, 2 gute Personen, denen ich auch immer alles geschickt habe und im Gegenzug auch erwartet habe, dass sie mir dann alles schicken. Also dass wir quasi dieses gute Verhältnis hatten. Sie wussten, hey, wir beide wollen gut mitarbeiten, wir beide arbeiten auch gut mit und können uns so aufeinander immer verlassen. Dann habe ich es auch immer so gemacht, dass ich nur kurze Lernabschnitte mir eingeteilt habe für den Tag, weil ich wollte mich nicht überfordern, nicht irgendwie sagen, ich arbeite jetzt 2 Stunden oder so, sondern wirklich, damit ich was mache und konstant dranbleibe am Ball, mich aber nicht überfordern, meinte ich immer so, hey, ich mache 10 Minuten was. Mache ich eine Pause, mache ich vielleicht wieder 10 Minuten was. Weil das war für mich persönlich okay, das konnte ich gut durch, das hat für mich funktioniert. Ihr könnt ja auch auf eure Situation anpassen, wie viel und wie anstrengend, wie hart ihr lernen wollt. Ich kann auch nachvollziehen, ich finde es auch okay, wenn man gar nichts machen will, auch völlig fein. Bei mir waren es dann immer so 10, 15 Minuten oder so. Dann lag ich teilweise auch im Bett und hatte gar keinen Bock, irgendwas zu schreiben oder zu tippen. Und was ich euch da als Tipp mitgeben kann, sind diese Sprachassistenten. Also vielleicht habt ihr auch eine Alexa, vielleicht habt ihr sonst aber auch irgendwie Google und Siri und so und könnt einfach diesen Personen, also diesen Assistenten, eure Fragen stellen. Weil ich wollte dann auch immer nicht mit einer Klassenkameradin so nerven mit ganz, ganz vielen Fragen. Wenn man einfach so auf das Handy rückt und sagt so, hey, erklär mir kurz diese Demokratietheorie oder hey, wie macht man eine Ableitung oder so, keine Ahnung. Geht das ziemlich gut und so kann man einfach so richtig im Bett chillen und gleichzeitig immer diese Fragen stellen und beantwortet bekommen, so als kleinen Hack nebenbei. Falls ihr jetzt wirklich länger krank seid und trotzdem in einer wichtigen Phase seid, die ihr mitbekommen wollt, gab es bei mir auch einige Situationen, denen Schüler dann noch digital dazu geschaltet werden konnten. Also entweder wirklich irgendwie über Zoom oder andere so Videocalls oder dass man irgendwie sagt, oder zum Beispiel, als sie auch einmal krank waren, wir eine Gruppenarbeit gemacht haben, konnten trotzdem mit telefonieren quasi und dann haben wir einfach im Unterricht halt telefoniert. Aber auch da, ich finde es wichtig, dass man akzeptiert, dass man krank ist, wenn man das nicht schafft, dass man das auch einfach hinnimmt. Und dass die Leute das dann auch verstehen, dass man einfach krank ist und dann nicht kann. Also der wichtigste Appell in diesem Video ist eigentlich, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und die Kraft, die ihr braucht und investiert nur so viel, wie ihr wollt und wie ihr könnt. Falls ihr ein bisschen was machen wollt, waren das meine Tipps hier in diesem Video. Wie gesagt, meine erste Uniwoche war auch ein bisschen schwierig, weil ich einfach auch krank war. Nicht so schlimm zum Glück, aber einfach ein bisschen erkältet, so wie jeder gerade aktuell. Schaut euch auch sehr gerne mein Video dazu an. Ich habe einen Vlog über die erste Woche gemacht und ich wünsche euch allen gute Besserungen. Alle, die gerade krank sind, wahrscheinlich einige, wahrscheinlich alle, die dieses Video gucken. Also gute Besserung und bis ganz bald. Tschüss.